Moin Leute, eine kurze Sache vorweg. Diese Woche kein Intro, weil mir erstens die Zeit und zweitens die Kreativität gefehlt hat. Es tut mir leid. Nächste Woche ist Intro schon geplant, ist schon zum Großteil fertig. Und ja, ich hoffe, dann gefällt euch das nächste Intro auch wieder. Diesmal, wie gesagt, leider keins, aber es hat einfach die Woche nicht reingepasst. Es tut mir leid. Dann jetzt viel Spaß mit dem Kampf. What's up, Party People? Willkommen zum Spieltag Nummer 4 in der MPBL. Mein Kabel hat sich ein bisschen verdreht. Season 4, Spieltag 4 gegen die guten Belly. Und ja, wir kämpfen schon wieder gegen jemanden, der in der rein Win-Lose-Technisch genauso da steht wie wir. Und zwar auch mit 3 Wins und 0 Loses. Heißt, es wird nicht einfacher. Ich muss schon. Wie, das ist wieder so, ich war im Teambuilding etwas aufgeschmissen, zeitweise. Hier ist das Team, habt ihr gestern schon im Teambuilding wahrscheinlich gesehen. Und ja. Er hat eigentlich wahrscheinlich den besten Kader, wenn nicht den besten in der Liga. Wir können ihn mal kurz durchgehen, habt ihr gestern schon gemacht. Aber der ist komplett abartig, dieser Kader. Mal das mal anschauen. Also ich sehe ihn jetzt halt nur, aber mal durchgehen. Die Blende und Taunty ist schon mal mächtig. Lamus, Raikou jetzt eh geil geworden mit Scald. Fuego, Metagross, Tandrak, werden alle drei massiv und Fuego auch noch Bedroher. Der hätte sogar einen Bedroher-U-Turn-Core mit Lando und Fuego. Quartamag Rotom, richtig geiles Tier 4 und sogar Ordoch kann was machen. Hat er aber letzte Woche auch mal gezeigt, dass man mit dem auch Kills machen kann. So, dann würde ich sagen, geh mal rein und schau mal, was hier so geht. Bin auf jeden Fall hyped auf das ganze Ding und ich hoffe mal, es wird ein geiles Match. Weil eben Platz 2 gegen Platz 3. Bene ist halt schon Platz 1, weil der einfach gefühlt jeden bisher 8-0 weggesweept hat. Ja, einfach nur 5 Tode in 3 Games. Das ist weniger als 2 pro Spiel. Holy. War ja auch ein Warhammer hat er 5-0. Und war noch. Wahrscheinlich noch 2x 4-0 oder so gespielt. Letzte Woche gegen Venikron lief ja etwas knapper am Ende. Wobei wir beide wahrscheinlich hätten besser spielen können, aber wahrscheinlich ist gerade dadurch ein besseres Game geworden, weil irgendwie ist es am Ende deutlich spannender geworden. Das wäre jetzt vielleicht gewesen, ja, wenn wir beide anders gespielt hätten. Jetzt haben wir nur gleich mal an, weil sonst weiß ich nicht mehr, was ich da noch reden soll. Sonst kannte ich am besten. Wenn ich am Ende nur noch anfangen, irgendwelchen Nonsens zu reden, ist es glaube auch nicht wirklich gut fürs Video. Kalk ist offen, ja. Spectrier muss carryen mal wieder. Upsa. Schon mit dem Stuhl gegen den Tisch gekommen. Jetzt nimm doch an, Brudi. Nimm doch an. Und ich warte, und ich warte, und ich warte, und ich warte. Ja, ich meine auch, dass es noch Amod machen muss, von dem her nehme ich immer jetzt nicht übel, dass es jetzt noch kurz dauert. Kann mal sein. Ich kann mal mein Team kurz durchgehen. Wir haben hier dabei ein Pferd, Phantoros mit Spukball, Lehmschuss, Ringgeschmied und Schutzschild mit der Borleo-Beere. Ein Kobellion mit Nahkampf, Eisenschädel, Voltwechsel und den Tarnstein mit der Schuke-Beere. Ein physisch-defensives Skalas Mokmok mit Giftschleim, mit Matschbombe, mit Flammenwurf, mit Verhöhner und Irrlicht. Ein Soulfest-Lantern mit Scald, Donnerblitz, Eisstrahl und V-Switch. Relativ speziell defensiv, weil wir wollen dieses Raikou einfach abfangen. Und allgemein ist der echt gut gegen den Kader, wenn wir uns mal anschauen. Jetzt sehe ich zum Beispiel wieder heiles Teambuilding hier. Da kommt ein speziell offensives Boyos T rein, der kommt in Lamos rein, kommt in Raikou rein, kann Fuecro handeln, weil wir schneller sind als der.
durch unseren Speed Invest. Ja, okay. Und wir gehen rein. Und er hat sich Taunty nicht dabei. Lamus ist dabei, Tandak ist dabei, okay. Irgendwas anderes, was ich erwartet. Raikou ist nicht dabei. Interesting, wahrscheinlich wegen Lantern. Ich merke, unser Team hat einen ziemlichen Blauschimmer diese Woche. Ich würde mich einmal mit Normandie reingehen soll. Ich will mal auch einmal mit Lantern reingehen, weil Lantern ja, wie gesagt, ein relativ gutes Matchup gegen vieles hat. Wir müssen halt ein bisschen mit dem Metaross aufpassen, muss halt Skillet irgendwie regeln. Sonst wahrscheinlich die beiden hier hauptsächlich für Phantoros ausgelegt, aber das kriegen wahrscheinlich werden sie trotzdem irgendwie ein bisschen in Szene bekommen, weil Phantoros kannst du nicht komplett handeln. Das ist das Schöne an dem Ding. Ich glaube, ich einfach mit Kobar rein. Einzelmann, was. Hier hat Kaijumon, was natürlichermaßen schneller ist als Kobalion dabei. Weil sein Kader ist tatsächlich offensiv unfassbar strong, aber hat keinen Speed. Er hat wirklich keinen Speed. Also kaum. Also wir können mal. Ich muss mal den Kader noch ziehen nach nebenbei. Uff, von den Speed-Tiers. Also. Belly's Speed-Tiers. Der hat seine beiden schnellsten Mons nicht dabei. Danach kommen. Nach Raikou kommen halt Rotom und Lando. Und der geht direkt mit Slowbro rein. Ich gehe mit. Ich auf den Wurzelswitch und hol erstmal Lantern rein. Scald. Hoffentlich ein Burn. Danke. Jo, und jetzt haben wir eigentlich schon mal relativ free Thunderbolt Area, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt in Lando. Weil, könnte ich jetzt in Lando gehen, ne? So, warte mal, Ice Beam? Ich glaube, nee, es ist zu Offense, der Play. Aber hier draußen machen wir Ice Beam, falls Thunderbolt reinkommt. Weil ich es mir gut vorstellen könnte. Ich werde auch erstmal kalken, was wir eigentlich für ein Set sind. Ich kann auch mal kalken, was er für ein Slowbro ist. Koba gegen Slowbro. Okay, geht nicht raus. Teleport, ah ja, klar. Klar. Das war ein vermutlich physisch defensives, ja. Er geht in Nightmare. Ich gehe auf den Bolt Switch. Okay, er ist langsamer als wir. Wir gehen in Skillet. In unser Persian. Und sie in ein Erdbeben. Das macht plötzlich so viel. Abhängig davon, wie viel halt Persian also tankt. Wir gehen auf den Dark Pirates. Mal schauen, was er jetzt da so probiert. Ihr könnt jetzt ein Passim. Oh ja, Passim mache ich. Passim will ich hier keinen Parting Shot drücken, da hat die Defiant. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Dark Pulse. Und wir gehen auf den Foulplay. Oh, den mache ich guten Schaden. Damn! Und der kommt rein, wir gehen in Airstorm. Oh, jetzt kommt hier U-Turn-Gespammer. Ganz schwierig. Jetzt sind wir hier im U-Turn-Gespammer gefangen und wir gehen. Ich will jetzt gerne Willow und Ike. Wir sind halt wahrscheinlich langsamer, ne? Willow. Willow! Ja! Ah. Wir können nur auf, dass wir keinen Default-Gebrauch dabei haben. Fällt mir jetzt das auf. Oh, und wieder ein Game, was relativ schnell läuft heute. Das finde ich sehr gut. Ich mag schnelle Games. Flamethrower. Oh, ein bisschen aus der Meteor Mesh. Oh. Es war unfassbar dumm gerade von mir, dass ich da doch drin bleibe. Und unfassbar unlucky für ihn. Dicke Sorry an der Stelle. Alter. Der tut weh. Wir gehen einmal in Linkin Park. Oh, wir gehen in Dragalge, okay. Ice Beam. Slowbro kommt, ja. Ice Beam macht nothing. Wir gehen auf den Donnerblitz. Donnerblitz 54%. Oh, die Para. Ey, Digi, das ist ganz dicke Story, ne? Ganz dicke Story. Das ist gerade rumgelacke, wie es nur geht. Ich lacke hier rum, wie es nur geht. Das ist lächerlich. Ich kann ja von U-Turn gehen, außer dass er jetzt auf einen Dinger geht. Auf einen. Kann es nur aussehen, dass er jetzt auf einen EQ geht. Will ich es risken oder will ich es nicht risken?
Ich wüsste es nicht. Jutan kommt, ja. Das war klar, aber... Ich wollte jetzt hier nicht mein Land verlieren, das ist noch wichtig. Cobra kommt. Ich lächle meinen Cobra. Wir resisten beide Steps. Ja. Und ich gehe auf Rocks. Scald nehme ich gerne in dem Moment. Ja, der Burn von mir aus. Ja, hat es verdient, sag mal so. Hat er sich in dem Moment definitiv verdient, dass er auch mal ein bisschen was bekommt vom Game. So, ich hier Linken Park. Sludge Wave und die macht nicht arg viel. Wir gehen hier auf einen Eisstrahl. Bin ich mal von Scald. Will ich auch mal machen. Nicht auf den Eisbeam. Freeze! Alter. Alter. Also damals, ich habe ihn gecallt, aber Alter. Das ist heute, bin ich Oberstufe lächerlich. Ach du Hilfe. Ich nehme Normandie. Er taut direkt auf. Hat er. Bin jetzt auch nicht groß sauer drüber. Ich gehe hier. Auf den Waterputz, auf den Eisstrahl. Ja, Eisstrahl kommt. Tuschold ihn eben nicht. Ich gehe Metallica. Der ist jetzt nicht mehr so wichtig. Und wir können einmal Close Combatten. Die beiden geburnten Steel-Types hier, die absolut kein Damage mehr machen. Wenn ich jetzt auch mal in Persian gehen können, aber... Ja, okay, der killt nicht. EQ kommt. Sugar Berry. Wir tanken noch. Und damit sollten wir jetzt gleich unseren ersten Kill hier claimen können. Tipp ich mal. Ich auf den Iron Head. Wenn ich nochmal einen Death Drop bekommen, dass wir vielleicht danach noch irgendwie was... Aber danach sind wir auf 8%, dann tanken wir eh nichts mehr. Slowbro kommt, okay. Bin auf dem B-Switch. Einmal können auch in Rocks reinkommen. Das können, wir können noch Deathfall an den Boy. So, damit der wenigstens noch ein bisschen Chip bekommt. Vielleicht hat er jetzt Full Para. Teleport, okay. Er geht in. Pessimian, okay. Ich opfer jetzt Cobra. Hat er lang gehalten, dass er noch am Leben geblieben ist. U-Turn, ja. Wir kriegen einen Free-Switch jetzt. Wir müssen eigentlich nur das Instant Raw anschippen, dann macht Spectre hier Combat Work. Wir können jetzt hier schon mal reingehen und ein bisschen pressuren. Er muss ja in Instant Raw dann gehen. Wie viel machen wir denn Instant Raw mit dem Pferd? Der wird halt wahrscheinlich Full Defense sein, der Boy. Ja, macht halt Mudshot, vielleicht maximal 26%. 26%. Oder ich gehe in Linken Park und drück dem T-Bolt ins Gesicht. Das mache ich, glaube eher. Thunderbolt, er geht richtig auf Low. Teleport, ja, der geht halt wieder auf 40% dann gleich. Aber danach ist er auch beim nächsten Thunderbolt weg. Persimmon kommt wieder. Im nächsten Drop halt auch Linken Park, das ist ein bisschen sad. Ich höre mal auf den Scald. Mal nicht auf den Eisstrahl. Wittern, ja, die killt auch. Ich hätte aber Lante noch einmal reinholen können, der hätte auch nichts mehr getankt, von dem her. Die Rocks machen es mir halt echt ein bisschen schwer hier. Wir gehen hier in Persian und drücken auf mein Power Game. Wir brauchen den Chip. Wir können jetzt auch mal Slowbro endlich rausholen hier. Darkbeard, ja, okay. Metagross ist jetzt weg.
Er holt sich in seinen Solo wieder hoch. Das ist ein bisschen kacke. Und Piss Simin kommt. Wie spiele ich das am besten? Jetzt in Normandie, dass ich vielleicht Incineroar reinholen lassen kann. Ich probier's. Bitte. Oh fuck, die Rocks! Das war so dumm! Alter, war das dumm! Ich hab die Rocks da komplett vergessen. Ach du Hilfe. Wir gehen auf den Power Game. Muss ich hier? Ja, die Rocks ziehen mich ja komplett weg hier. Die Rocks machen mich ja komplett fertig. Simin kommt wieder. Yutan kommt, ja. Dragalge kommt jetzt wahrscheinlich rein. Ja. Ich muss wahrscheinlich Skillet abwerfen. Sludgewave, ja. Ich gehe in Starcell und drücke Nasty Plot. Weil ich auch so ein Protect bringt mir halt in dem Moment nichts. Muss mich jetzt boosten und hoffen, dass er nicht gesklavt ist. Mudshot. Bitte Two-Shot. Ja, ja, bitte. Wir haben die Körper. Ja, Körperberry. Ja, wir tanken. Jetzt bitte ist er nicht gescarft mit Pessimin. Bitte, bitte ist er nicht gescarft. Bitte sei nicht gescarft. Bitte sei nicht gescarft. Ich muss. Wenn ich jetzt rausgehe, habe ich es eh verloren. Ich muss. Bitte sei nicht gescarft. Bitte sei nicht gescarft. Bin immer so getan. Bitte, 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 bitte. Please. Bitte, bitte, bitte sei nicht gescarft. Er ist gescarft. Ja. Jetzt auf Knock hätte ich ja sogar noch rausgehen können, ne? Tut weh. Ja, das war der erste Lose. Ich gehe auf den Willow. Ah, ja, der Scarf. Der gute alte Scarf. Ja, das war irgendwie klar, dass er den drauf hat, aber. Wie ich das hier so rumteleportiere oder so. Ich weiß, wie soll ich einen Kill mitnehmen? Für Weezing. Ja, Dragalge kommt. Ja, muss man jetzt nicht noch groß runterspielen hier. Ja, attackt mich jetzt noch schon mit der Sludgewave. Ja, und damit gewinnt Belly dieses Game mit 3:0, weil ich vergessen habe, Defog auf meinen Weezing drauf zu packen. Er hat eine gute Runde gespielt am Ende. Ich hätte halt Defog mitnehmen sollen. War im Endeffekt einfach dumm von meiner Seite. Vom Teambuilding her hat er am Ende sehr gut runtergespielt und kann man nichts sagen. GG an Belly. Dann hoffentlich läuft es nächste Woche wieder besser. Ja. Ich muss noch schauen, ob ich für das Video noch ein Intro hinbekomme, weil ich absolut keine Idee habe, was ich machen soll. Aber falls noch eins kommt, hoffe ich, ihr habt Spaß damit. Bis nächste Woche und ciao, ciao.